oh, Krypto, da habe ich ja auch was Verrücktes getan, wo ich eigentlich hinten und vorne keine Ahnung habe, was ich da überhaupt tue. Nichts hat irgendwie geklappt, gefühlsmäßig. Und eben diese ganzen vielen neuen Einträge, Wörter, die ich alle nicht verstehe und die ich nicht, eben nicht zuordnen konnte. Es gab auch Momente zwischendurch, wo ich dann meine eigene Ungeduld sehr gespürt habe. Ich habe auch einmal gesagt, ich weiß gar nicht, was ich mit meinem Leben noch anfangen soll. Und Ich habe jetzt Geld auf dem Binance-Börse und ich kriege das jetzt nicht woanders hin. ich war wirklich, man dachte, ich halte den Kurs auf und ich gebe, wenn es sein soll, dann gebe ich halt auf. Ich vermute, ich habe da noch gewisse Schutzmechanismen einfach, die Programmierung ein bisschen zu beschützen. Oh, also es ist so verrückt. Ich habe schon gewusst, dass mein Verstand verrückt ist, aber dass der so verrückt ist, das habe ich jetzt echt hier herausgefunden. Das ist Wahnsinn. Krass, irgendwie was. Was in mir stattgefunden hat, was ich nicht beschreiben kann. Wo ich so dankbar bin. Ich bin jetzt einfach ein bisschen Ich fühle mich so, als hätte ich jetzt 30 Jahre lang gesucht, mit Ausbildungen, mit Retreats, mit Workshops, mit diese spirituelle Lehrerin verfolgen, diese. Und ich kam da einfach nie hin. Ich weiß nicht genau, wann es war, dritter oder vierter Tag, habe ich gemerkt, oh, jetzt kann ich überhaupt nicht mehr denken, ich komme überhaupt nicht mehr weiter, ich bin am Anschlag. Und dann haben sich auch die Emotionen ziemlich so, wie sie da waren, entladen, würde ich mal sagen. Und da habe ich gemerkt, was das für einen unglaublich befreienden Effekt für den Kopf hat. Ja, das war voll spannend, weil nachher war das einfach, ich habe halt einfach gemacht, was ich konnte und es war kein Stress mehr da. Es war auf einmal so leicht, ja, das kann ich, das mache ich. Und wenn ich es nicht mache, dann mache ich es halt nicht oder nicht kann. Das kann man nicht in Worte fassen. Und währenddem mit diesem Fühlen, da habe ich auch gemerkt, dass ich habe ja dann auch so geweint. Das war einfach Heilung. Das ist schön. Ich bin hier, weil etwas gesagt hat, ich soll hierher kommen und weil die Kombination für mich so, ich spüre, da liegt was drin. Das habe ich vorher gespürt. Und jetzt strahle ich einfach wie ein Honigkuchenpferd, weil ich weiß, was da drin liegt. Ich hatte mich vorher eigentlich mit Krypto noch gar nicht auseinandergesetzt. Ja, mich hat Krypto immer schon interessiert. Das geistert ja so durch die Gegend. Und ich habe mir gedacht, wenn ich mich da selber reinknie, das ist ein endloses Thema. Und ja, ich finde Stefan halt sehr authentisch, total authentisch. Und man dachte, ihm vertraue ich. Und Krypto ist ja eine Vertrauenssache. Und ja, ich war sofort begeistert, als ich das gelesen habe und habe mich auch ziemlich schnell angemeldet. Ich habe mir vorher gar nichts vorgestellt, ob wie jetzt Retreat-Teil oder Krypto-Ding ist. Das war auch, ich bin da dem Gefühl nachgegangen. Ich wollte eigentlich schon lange einmal persönlich an einem Seminar teilnehmen. Und dann hatte ich da eine Phase irgendwie im September, da habe ich da wieder gemerkt, ich flippe da komplett im Außen herum. Und irgendwie hat es mich dann zu dir gezogen. Tatsächlich bin ich relativ erwartungslos hingefahren. Crypto Trading, dich live zu sehen und einfach auch Ferien im September zu genießen, das war so die Kombination. Das ist ja die allerbeste Kombination, die ich mir vorstellen könnte. Da kriegst du ja einerseits hoffentlich ein bisschen Klarheit in diesen
Krypto-Geschichten, die wirklich Krypto-Krypto für mich waren, weil ich nicht mal die Wörter verstanden habe, wenn die mit mir über Krypto gesprochen haben. Und gleichzeitig hatte ich die Gelegenheit, da auch in meinem persönlichen Bereich weiterzukommen. Ich war ja total, also hatte keine Ahnung von Krypto oder irgendwas. Und ich habe mich hier wunderbar betreut gefühlt. Es ist immer auf mich eingegangen worden. Alle Schwierigkeiten, alle Themen. Ja, und ich habe halt jetzt einen Einblick. Bei den Beschreibungen, wie es oder bei den Mails, von wegen, ja, es wird sicherlich auch viel um Emotionen gehen und vor allem auch mit der Verbindung mit Geld, dass da immer auch sehr schnell Emotionen dabei sind. Ich meine, das merkt man selber immer wieder am besten. Und man kennt sie sogar auch aus dem Freundeskreis oder so. Der eine hat kein Problem damit, dir mal eben was vielleicht zu geben oder was von dir auch anzunehmen oder so. Beim anderen gehen sofort irgendwelche Warnsignale an. Ja, fand die Kombi super. Also von Retreat und im Bewusstsein und im Gefühl arbeiten, kombiniert mit praktischer Auseinandersetzung und da an meine Grenzen kommen. Also ein Kurs, wo nur geredet wird oder ich nur zuhöre, da verändert sich nichts für mich. Kann ich auch gut mich verstecken und bin weg und höre nur zu. Aber wenn ich selber mich mit was auseinandersetzen soll, was mir nicht so liegt, dann ist die Chance größer, an meine Themen zu kommen. Ich wollte immer mal schon live nach Arco kommen oder in einen Retreat mit dir. Und irgendwie hat es dann wie einfach noch das Trading und Krypto dazu gebraucht, zu wissen, von den verschiedenen Retreats, wo man buchen kann, doch, das ist es jetzt. Ich finde es super schön, ich finde die Gruppe super cool, ich habe echt tolle Menschen kennenlernen dürfen, das mit dem Team macht Spaß. Ihr macht es echt super, so, wenn ich irgendwelche Fragen habe oder mir unsicher bei was bin. Alex, du, ihr seid sofort, also auf eure Art da und ja, sagt, probier es aus oder wisst, was zu tun ist. Vor allem war Alex so extrem geduldig und liebevoll. Ich habe mich zum Teil auch ein bisschen geschämt, da überhaupt zu fragen. Ich weiß nicht, ob er vorher gewusst hat, auf was er sich da einlässt. So quasi, ja, dass da auch Menschen sind, die ja wirklich auch Probleme haben mit dem Computer bedienen und so. Und weil er so geduldig war, habe ich dann auch getraut, Fragen zu stellen und hatte auch nie das Gefühl, dass er genervt ist oder so. Das habe ich extrem geschätzt. Also das finde ich, ja, berührt mich extrem. Und jetzt nach 10 Tagen bin ich sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe. Ich würde sagen, beides. Der Krypto-Teil hat einen Riesenteil gehabt, wo ich einfach nur ausflippen hätte können oder ausgeflippt bin, und dann in Kombination mit der Erklärung oder mit dem Retreat, das wir vorher hatten. Also ich glaube, mein Verstand kann Krypto schon deutlich besser oder den ganzen Prozess, die technischen Prozesse sehr viel besser begreifen als das andere, was mit einem passiert. Und deswegen war jetzt mein erster Impuls, war so, ja, die Technik habe ich, glaube ich, sehr gut mitgenommen und das war für mich gut, und das andere, da muss ich noch, habe ich noch viel zu üben. Aber ich merke gerade, wie das voll jetzt gerade auch in mir arbeitet, wenn ich darüber spreche. Bei Krypto hat man so eine Vorstellung, also beim Technikteil hat man vom Verstand her, kann man sich ein bisschen was darunter vorstellen. Und der andere Teil, den kann man weder jemandem erklären, noch den muss man einfach erleben. Es fühlt sich so krass klar an, dass ich diese Frage gar nicht mehr stellen muss, weil ich jetzt weiß, wie das funktionieren wird. In meinem Gefühl weiß ich, dass ich nicht geldgierig bin.
Aber ich glaube, dass ich schon ganz oft immer versucht habe, solche Vorwürfe nicht zu bekommen. Ja, es ist dann einfach spannend, sich selber dabei zu beobachten. Am Anfang noch mehr dann mithelfen fast und irgendwann dann auch sich da zurückzuziehen. Und man kommt dann, oder man lernt einfach noch mehr, sich selber zu beobachten und seine Seite, also findet Seiten bei sich, die man, die einem sonst gar nicht so bewusst sind vielleicht. Also mit Geld habe ich eher, denke ich, weniger Emotionen, aber halt die anderen, die Familie und alles, was da alles im Rucksack drinnen ist, das ist halt hochgekommen. Und ja, voll spannend, dass sich nicht die Kinder von mir abnabeln müssen, sondern ich muss mich von den Kindern abnabeln. Ja, war voll spannend. Ich habe hier erkannt, dass ich unbewusst mit dem Verstand versucht habe, die Lösung zu finden. Und hier habe ich jetzt erkannt, dass das gar nicht möglich ist. Ich kann erklären, ich kann analysieren, ich weiß, wohin es gehört, ich weiß, weshalb es da ist, ich weiß das alles. Aber ich hatte den Zugang nicht. Wie lerne ich Selbstliebe? Wie bin ich geerdet? Wie fühle ich mich verbunden? Wie kriege ich Zugang zu meiner Intuition? Da bin ich fast verzweifelt daran, weil das nur da oben stattfand. Also jeden Tag gab es irgendeinen Punkt, wo es nicht weiterging, wo was nervt. Wo, entweder hier im Kurs oder mit den Teilnehmern. Also das war auch schön. Ich hatte beides. Gestern war ich noch essen und ich habe gemerkt, es war mir eigentlich total zu viel. Und war völlig durchgeknallt. So, ich hätte eigentlich für mich sein sollen. Und das sind die, wo ich sage, ja, ich kann mich an den ersten Fall nicht mehr erinnern, an meine erste Grenze. Es gab viele. Ich habe jetzt auch im Kurs so zwei schöne Sachen erlebt. Das eine einfach so geballtes Wissen vermittelt zu bekommen. Und ich liebe das, wenn alles so fast miteinander kommt und man ein bisschen überfordert ist und keine Ahnung, nur 60% oder 70% mitnimmt. Am nächsten Tag wird wieder ein Wort wieder repetiert, was man am Tag davor nicht verstanden hat. Und auf einmal, jetzt in den letzten Tagen, merkt man so die Puzzleteile, die sich irgendwie verbinden und dann einfach ein schönes Gefühl entsteht. Das war so der Technikteil und ich sage jetzt mal der Emotionenteil oder der Retreatteil selber kann ich noch viel weniger in Worte fassen. Es ist so routiniert und so gebräuchlich, dass einem so viele Dinge abgenommen werden, dass man gar nicht gemerkt hat, was man alles so nicht kann. Und das kann ich jetzt im Nachhinein sagen, hat auch irgendwie so einen Effekt auf, wenn man vielleicht so sagen möchte, auf das eigene Potenzial auch nicht leben. Wenn ich nicht alles mache, was ich eigentlich könnte. Ich habe, glaube ich, nicht die Emotionen an sich entdeckt, sondern ich habe entdeckt, wie ich dahin komme. Ich spüre, dass ich einen Knoten, den ich über Jahrzehnte hatte, dass der, ich fühle den jetzt nicht mehr, das ist wie weg. Und was jetzt verbunden und Selbstliebe und Erdung heißt, weiß ich jetzt auch, aber nicht mehr hier, sondern hier im Herzen. Was auf jeden Fall bleibt, ist, dass ich weiß, wie ich mit Krypto umgehe. Das ist schon mal, steht schon mal fest. Also das zumindest ein Teil von Krypto oder den Anfang. Und zum einen ist mir das schon sehr viel wert, weil ich denke, hey, ja, ich glaube, 4 Jahre kann ich schon ganz gut, habe ich schon Zeit. Und ich bin mir aber auch also sicher, dass es auch in mir was verändert hat. Das ist einfach schon schön. Ich kann erst urteilen über etwas, wenn ich mich damit beschäftige. Ne?
Und so, ja, so habe ich das Gefühl, ich habe eine gute Basis. Zuerst mal, dass ich das verstehe, und ich bin mir sicher, weil das habe ich jetzt auch in dieser Woche erlebt, wenn ich zum Beispiel dann zu Hause war, da sind immer wieder so wie Groschen gefallen, wo es dann wie von, ich weiß nicht, woher das kam, aus mir, so Zusammenhänge haben sich erschlossen. Und das Faszinierende war dann auch, ich kriegte da plötzlich so eine Motivation, mich da auch selber noch mehr rein zu vertiefen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ein Effekt ist, den ich mitnehmen kann, dass ich dann zu Hause plötzlich, dass es mich dann packt und irgendwie wie eine neue Begeisterung, dass ich da eine neue Begeisterung entdecke. Das lasse ich jetzt mal auf mich zukommen. Und das Wertvolle ist es ja, das zu erfahren, weil gelesen habe ich das von dir, dass das eigentlich so funktioniert. Und das habe ich jetzt so erlebt und das finde ich wundervoll. Ich glaube, gestern habe ich es gesagt oder so, dass ich viel immer beobachte. Und das überhaupt bei mir selber auch mal richtig anfangen, das mehr zu beobachten. Und ja, also man fühlt, dass in einem drin es anfängt zu rattern und mein Verstand sagt mir dann nach ein paar Tagen, ja, jetzt geht's los, aber eigentlich fing's schon viel früher an. Du hast das schon oft gesagt, das nicht bewerten, aber dann denkt man, ja, ich sollte es jetzt nicht bewerten. Also das war was anderes von 2 Monaten, das nicht bewerten. Also das war wie Theorie auswendig gelernt und jetzt habe ich, also ja, nicht verstanden, sondern jetzt habe ich selber irgendwie, jetzt fühle ich so. Mir hat es natürlich extrem vieles gebracht, weil ich jetzt verstehe, was all diese Wörter bedeuten und wie ich da auf diesen Seiten, wie ich da Dinge machen kann. Weil die Seiten sind ja dann wie ähnlich bei diesem anderen Projekt und da habe ich wohl was gemacht, ohne zu wissen, was ich tue. Und jetzt weiß ich, was ich tue und habe ja viele Zusammenhänge jetzt kapiert. Ja, ich habe so das Gefühl, ich habe jetzt durch ein Schlüsselloch geschaut und habe so ein bisschen einen Eindruck. Und es liegt halt jetzt an mir, dass ich auch die Tür öffne und wird sich zeigen. Ja, einfach diese Klarheit zu haben, dass das jetzt in die Richtung geht, in die ich mir schon lange wünsche, das finde ich, ja, ich habe gar keine Worte für, wie wertvoll das ist. Ja. Beschäftig dich damit. Jedem, der irgendwo da reinfällt, der technisch sagt, wow, der sagt, wow, Krypto, der ein Geldthema hat, egal welche Art, egal welche Art. Ich fand es einfach cool, ich fand die Kombination super. Ja, nicht aufgeben. Selber erleben. Ich glaube, das hätte ich mir, wenn ich es nicht erlebt habe, hätte ich es mir nicht vorstellen können, dass ich so einen Meister treffen kann, der mich nicht nur fachlich berät, sondern gleichzeitig auf meiner Emotion irgendwie auch mitschwingt. Der Punkt ist, ich muss mich mit mir auseinandersetzen und damit komme ich an meine Gefühle und das ist perfekt. Einen anderen Kurs würde ich gar nicht mehr machen wollen. Für mich war es sofort klar und da hätte mich auch niemand abhalten können, das zu buchen. Wer keinen Bock hat, irgendwie sich zu verändern, der braucht gar nicht zu kommen. Das ist eigentlich ganz cool. Das kann ich nicht für jeden Kryptokurs und auch nicht für die Kryptowelt generell sagen. Aber das, was hier stattfindet, hat Bestand für die nächsten Jahrzehnte. Also vielen Dank.